Hallo Leute und somit herzlich willkommen zu einem neuen Video und das ist ein ganz, ganz besonderes Video, denn ihr seht es schon im Titel, der Kongcrafter. Ja, der Kongcrafter, den Link findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Falls ihr ihn nicht kennt, dann müsst ihr euch auch erstmal direkt schämen. Er hat es tatsächlich geschafft, die 100.000 Abonnenten zu erreichen. Stellt euch diese Zahl mal vor, das ist eine so abstruse Zahl und für mich ist es was Besonderes. Und ihr denkt euch jetzt gewiss, ich als Abonnent von ihm, macht jetzt einfach so als Fanboy ein Video darüber. Nee, so sieht das gar nicht aus. Ich bin nämlich, ja, mich mag man vielleicht als Fanboy bezeichnen, aber bei mir ist es was ganz anderes, denn ich bin, seit dieser Kanal gegründet worden ist, schon dabei. Ich war auch schon bei Conqueror LP dabei, das war sein alter Account. Und da bin ich natürlich ganz neu bei Kongcrafter da gewesen, weil ich ihn, also er hat direkt von vornherein schon alles so geil gemacht, also richtig geile Videos. Also ich fand es da wirklich gut und damals, als er dann noch 1000 Abonnenten hatte, da war er schon ein sehr, sehr großer YouTuber, zu den Zeiten zumindest. Jetzt ist es ja ganz anders, da ist 100.000 Abonnenten, 50.000 Abonnenten groß. Früher waren es halt die 1000 bis 2000 Abonnenten und ich habe früher wirklich sehr, sehr oft mit ihm im Kanal geschrieben. Das war dann noch richtig in, dass man in den Kanalkommentaren sich einfach unterhalten hat. Und ja, ich habe noch einige Kommentare von ihm auf meinem alten Account, der auch noch auf meinem alten YouTube-Account, meine ich jetzt. Der besteht auch noch, aber ich möchte ihn nicht verraten, weil da wirklich noch schlechte Videos von mir drauf sind und ich mich auch nicht mehr einloggen kann. Jedenfalls soll das auch nicht das größte Thema hier sein. Auf jeden Fall hatten wir eine sehr, sehr gute Kommunikation schon von früher. Und es zog sich immer, immer weiter. Ich als Abonnent, der sehr, sehr viele Kommentare geschrieben hat und Kongcrafter, derjenige, der die Videos produziert hat, der mich unterhalten hat und der mir wirklich sympathisch war. Also wirklich ein riesengroßes Dankeschön an dich, Kongcrafter. Und das Video ist auch wirklich nur an dich gerichtet, denn du hast die 100.000 Abonnenten geschafft und du hast mich persönlich mit wirklich 100%ig guten Videos versorgt, ja, und das will ich auch mal hier gesagt haben. Vielleicht schreiben da manche Leute, ey, Kongcrafter, du bist der Geilste, aber nie ist da auch eine vernünftige Kritik hinter, wieso bist du der Geilste? Für mich bist du nämlich immer der Beste, sag ich mal, du bist ein absolutes Vorbild, weil ich habe, das liegt vielleicht auch daran, weil ich deine Entwicklung von genau 0 bis 100.000 jetzt miterlebt habe und für mich ist das auch, ich fühle mich in einer gewissen Art und Weise stolz, also für mich ist es wirklich was ganz Besonderes. Denn ich habe auch öfters mal, also für alle diejenigen, die mich jetzt so persönlich kennen, die wissen auch, dass ich öfters mal über dich erzählt habe, ja? Wie geil deine Videos sind und wie ich dich vorgestellt habe, ja? Und viele haben dich auch so ein bisschen kritisiert, ja? Bist ja nicht so gut und dann wäre es voll scheiße. Aber dann kam ich mit ein paar Argumenten und dann waren die wieder auf meiner Seite. Aber ist natürlich auch in einer gewissen Art und Weise Geschmackssache, das will ich ja auch gar nicht hier abstreiten. Jedenfalls, so hast mein Geschmack dann natürlich 100%ig getroffen und es ist auch wirklich was ganz Besonderes. Also ich habe ja von 0 bis 100.000 Abonnenten dich jetzt verfolgt und ich habe auch wirklich nur wenige Videos von dir verpasst. Klar ist es mal so, dass man was verpasst und es gab wirklich Höhen und Tiefen und ich habe sie eigentlich alle miterlebt. Also ich habe dich auch auf Facebook sehr schnell dann verfolgt, wir haben uns da auch ein bisschen ausgetauscht und dann natürlich über Kommentare haben wir uns ausgetauscht. Ich habe Kommentare bei dir geschrieben und das auch nicht zu knapp. Letztens in Minecraft Lost Part, ich weiß es jetzt nicht mehr welcher, hast du auch nochmal mich erwähnt in dem Video. Erstens, das war richtig krass und zweitens, dass du dann einfach auch mal hingehst und Danke sagst, dass ich so viele Kommentare schreibe und dich unterstütze. Also da geht mein fettes Danke und mein voller Respekt nochmal an dich raus, denn das machen nicht viele YouTuber, einfach mal ein Danke zu schreiben und das sind dann die Momente, was mich dann wirklich richtig glücklich macht. Auch wenn es nur wirklich ja ein Kommentar ist, aber das ist ja auch schon mal was anderes von einem, den man immer guckt und die Videos immer schaut und dann baut sich so eine kleine, ich sag mal, eine Abonnentenfreundschaft auf, dass das eine Freundschaft ist, das kann man ja schon sehen. Wir hatten uns in Steam, dann aber irgendwie nicht mehr, weil ja das mit dem Kanaldesign dann war, das war irgendwie dann komisch und du hattest ja auch zu dieser Zeit den vollsten Respekt an mir, so hattest du es zumindest geschrieben, weil ich einen Commentary über den DNO-Clan gemacht habe, was wirklich sehr in Kritik stand und das ist dir anscheinend sehr, sehr gut gesonnen. Jedenfalls, das Video gibt es auch leider nicht mehr, weil mein Account ja zwischenzeitlich mal gehackt wurde, aber das tut jetzt auch nichts zur Sache, es geht ja viel mehr um dich
Und ich habe das Ganze so miterlebt und das war wirklich bislang eine wirklich sehr, sehr schöne Zeit. Du hast vor allem mein Leben geprägt seit, ja, ein, zwei Jahren jetzt schon. Ich weiß gar nicht, wie lange bist denn du schon da? Schon sehr lange. Und das ist auch gut so. Also wirklich, ich finde es so fantastisch, dass du jetzt die 100.000 Abonnenten geschafft hast. Also ich denke mal, dass du davor nie damit gerechnet hast. Also du hast dir gesagt, vielleicht 3.000, 4.000 Abonnenten, wenn es gut kommt. Und ja, vielleicht wird das auch gar nicht geguckt, sowas, was ich hier mache. Also ich habe zwar ein paar Fans, aber ob das jetzt so bekannt ist, naja. Ja, jedenfalls, ich hab dich erkannt, dass du wirklich gut bist und jetzt hast du 100.000 Abonnenten. Das ist wieder diese Bestätigung auch an mich, dass ich wieder die kleinen YouTuber entdecke, in Anführungszeichen klein. Du warst ja damals nicht so klein, bist ja direkt mit 500, 600 Abonnenten gestartet. Heutzutage sind 500 Abonnenten klein, damals war es nicht klein. Und es ist wirklich so eine kleine Bestätigung auch an mich, dass ich wieder einen Kanal entdeckt habe, einen kleinen Kanal damals, der wieder richtig gewachsen ist. Also da gibt es so viele Beispiele, die ich bringen könnte, aber das hatte ich schon mal zum Teil in einem Video gebracht. Jedenfalls, das ist was mich wirklich sehr, sehr fasziniert und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken. Wirklich, du hast echt geantwortet und das ist einfach was Schönes. Wir hatten sehr, sehr viel Kontakt, sehr viel über YouTube geschrieben und so. Das war schon wirklich schön. In letzter Zeit wurde es ein bisschen weniger. Lag wahrscheinlich auch daran, weil ich auch relativ seltener geschrieben habe, weil mir einfach nicht mehr so die Zeit dafür blieb, da noch Kommentare großartig zu schreiben und auf andere Leute noch auf Kommentare zu beantworten. Das ging da jetzt leider nicht, aber ich gucke deine Videos weiterhin, nicht, dass du da irgendwie denkst, ich gucke deine Videos nicht mehr, nur weil ich keine Kommentare mehr schreibe. Nee, so ist es ja auch nicht. Ich schreibe ja auch immerhin noch ab und zu auch noch Kommentare, ist ja klar. Und ich werde dich auch weiter unterstützen mit Likes etc., weil ich deine Arbeit vollstens respektiere und das einfach sehr, sehr schön finde, was du da machst, wie du das den Zuschauern rüberbringst. Und zum Beispiel bei diesen Mod-Vorstellungen finde ich das einfach schön, wie du das erklärst. Und ich habe dann immer die Gewissenheit, dass ich weiß, was jetzt eigentlich dieser Mod eigentlich ist. Und ja, das ein oder andere Mal mache ich dann auch tatsächlich den Mod dann bei mir rein. Aber das ist auch eher selten der Fall, weil ich jetzt nicht so der Mod-Spieler bin. Aber das ist ja auch wieder eine ganz andere Thematik. Jedenfalls nochmal herzlichen Glückwunsch an 100.000 Abonnenten. Das ist wirklich so eine krasse Zahl. Das hätte ich nie im Leben gedacht. Wirklich nie im Leben hätte ich das gedacht. Alleine schon also die 50.000 oder die 20.000, das waren alles Zahlen. Oh mein Gott, habe ich da nur gedacht. Und jetzt hast du die 100.000 Abonnenten. Und ich freue mich da auch wirklich für dich mit. Und ich freue mich selbst auch, dass ich so lange jetzt dabei bin und mich als Abonnent zählen kann, der jetzt schon wirklich von Anfang an dabei war, der wirklich einiges auch genau beschreiben könne. Also ich habe ja eigentlich alles miterlebt. Also ich habe die Zeit miterlebt, als Concrafter kurz davor war, aufzugeben, aufzuhören mit YouTube, keine Videos mehr zu machen. Und wir Abonnenten, wir sind stark geblieben und haben ihnen den Mut gegeben, wieder weiterzumachen. Die Freunde von ihm natürlich auch. Und letzten Endes hat es sich wirklich richtig gelohnt. Er hat jetzt 100.000 Abonnenten. Also das müsst ihr euch mal reinziehen. Der kann Stadions kann der füllen mit so einer großen Zahl. Stellt euch mal 100.000 Leute jetzt vor euch vor. Also das ist unfassbar sowas. Ja. Und das alles durch Minecraft ist natürlich klar. Aber es ist ja auch egal wie. Hauptsache, er hatte Spaß daran. Und wir Zuschauer haben Spaß, die Videos zu sehen. Und Minecraft ist nun mal ein Spiel, was auch immer noch Leute sehen wollen und sehen werden. Und ja, ich hoffe, ich wünsche dir wirklich noch alles, alles Gute für deinen weiteren Weg. Und vielleicht könnten wir auch mal das ein oder andere Gespräch noch irgendwie mal führen. Vielleicht auch mal persönlich mal sehen. Ich bin da wirklich mal gespannt, weil wir haben ja immer uns nur über YouTube, sag ich mal, geschrieben und so weiter und so fort, ne? Ich habe ja auch mal bei YouTube Snacks Minecraft damit gemacht, also das war auch eine Aktion, wirklich tolle Aktion, dass du erstmal diese Aktion da ins Leben gerufen hast und zweitens, dann weil da ja noch Betrug im Spiel war, angeblicher Betrug, noch ein Video darüber gemacht und die Abonnenten konnten dann letzten Endes entscheiden. Also wirklich sehr, sehr faire Aktion auch. Und ich respektiere deine Arbeit und
ja, es gibt da eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute auf deinen Weg. Und jetzt möchte ich auf jeden Fall noch was loswerden. Und zwar habe ich nämlich noch was geplant. Und zwar bräuchte ich dann auch noch deine Genehmigung dafür, dass ich alte Videos von dir und auch die neueren so zu einem Rückblick von Concrafter, also von dir dann, entwickeln kann. An einem Video dann zusammenfassen. Das ist natürlich ziemlich, ziemlich viel Arbeit. Ich würde mich da aber ransetzen, weil jetzt möchte ich dir auch mal irgendwie was zurückgeben dafür, dass du mir so viele Videos bereitet hast und dass du mir wirklich geholfen hast, auch in einer gewissen Art und Weise jetzt an diese 500 Abonnenten zu kommen, durch YouTube's Next Minecrafter oder durch den ein oder anderen Kommentar. Hast du mir wirklich ein bisschen geholfen? Nicht viel, aber ein bisschen, und dafür möchte ich mich bedanken in Form eines Rückblickes, was eine ganze, ganze Menge Arbeit ist, und ich möchte da dann natürlich dann auch deine Videos downloaden und dann die coolsten Szenen rausschneiden, und dazu bräuchte ich deine Erlaubnis in den Kommentaren oder per PN, wie auch immer. Und das zweite wäre, ich plane eine Community-Aktion, und zwar sieht das so aus, dass ihr da draußen, ja ihr, diesmal ist nicht Concrafter gemeint, aber auch an Concrafter, er hat jetzt 100.000 Abonnenten. Und ich finde es immer schade, dass dann bei 100.000 Abonnenten noch der YouTuber ein Special machen muss. Das wird ja mittlerweile so gefordert, was ich absolut nicht verstehen kann. Ich finde, dass die Community da was machen muss. Und deswegen möchte ich ein Projekt einrufen, ein Event, eine Aktion. Da werde ich in den nächsten Tagen nochmal genauere Informationen zu rausbringen in einem Video, in einem separaten Video. Aber ich möchte es ankündigen, dass ihr dann Videos schicken könnt. Mir dann, per was weiß ich, das werde ich noch bekannt geben, könnt ihr mir dann Videos schicken, wo ihr dann sagt, herzlichen Glückwunsch zu 100.000 Abonnenten, danke, danke, das sollte dann höchstens eine Minute lang sein. Und ich würde das dann halt zusammenpacken und für ihn dann auch hochladen. Ja, aber dazu kommen noch weitere Informationen in den nächsten Tagen. Ich denke mal so in 2-3 Tagen müsste da dann das Video schon hochgeladen sein. Und ja, nun hätte ich dann auch alles durch, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch nochmal an Concrafter für 100.000 Abonnenten. Also es ist wirklich richtig, richtig krass, diese Zahl. Und nochmal ein großes Dankeschön an dich, ne? Also wirklich toll, toll, toll. Also ja, und ich hoffe, wir kommen auch nochmal zu einem Gespräch, lieber Conny, lieber Luca. Ja, das wäre auf jeden Fall mal schön, weil ich möchte auch mal mit dir eigentlich so reden, weil wir kennen uns eigentlich schon so lange jetzt über YouTube und wir haben uns eigentlich nie gesprochen, noch nicht mal auf dem TS. Ich war zwar öfters mal auf dem TS, aber nie, als du anscheinend online warst. Jetzt gibt es den ja auch nicht mehr, aber vielleicht werde ich ja irgendwann mal die Gelegenheit bekommen. Also es würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, und ich bedanke mich bei allen Zuschauern und vor allem bei dir, Concrafter, und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!